einer muss doch überleben, um unsere Geschichte zu erzählen. Unser Pferd ist gestorben. Was? Ja. Schmeckt aber nicht, ne, oder? Das Lager überfallen. Guck an, schau, jetzt müssen wir erstmal wieder befreien oder was? Jetzt müssen wir uns den Dämon stellen oder was? Du da! Oh, ein Traum. Nun? Nicht das Willkommen, das du erwartet hast, was? Nee. Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, aller Mut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Okay. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder, wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Oh. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Ja. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Auf der Jagd nach der Wahrheit. Eile zum Lager zurück. Okay. Oh, uns fehlen hier Attentatspunkte da unten. Schade. Da haben die uns hier überfallen. Alamut. Okay. Wie weit ist das? Wir gehen zu Fuß, ne? Ist sicherer. Ja, mit dem Pferd kommst du, glaube ich, eh nicht hier weit. So weit. Können wir Fohlen nehmen? Leihe mir deine Augen. Gehen wir oben lang oder hier in der Schlucht? Ich wäre ja für oben.
alle ausgelöscht hier. Den können wir auch unten lang, ne? Sieht ja erstmal ruhig aus. Da steht einer, ne, oder? Hier ist er da. Und bis hierhin ist erstmal alles Ruhe gewesen, ne? Alles clear soweit. Oder tauchen die auf, wenn wir erst da sind? Kann natürlich auch sein. Alter Falter, hier sind noch welche irgendwo. Hier geht's auch nochmal von da, okay. Na los, komm, dreh dich mal ein bisschen schneller. Ach, da. Alles schön versteckt. Okay. So. Eile zum Lager zu. Na komm, wir gehen dann mal. Ich werde trotzdem mal so geduckte Haltung geben. Man weiß nie, was uns hier erwartet. Ob doch noch welche hier auftauchen. Kann auch seine Bogenschützen da oben stehen, ne? Und dann uns von oben noch abschießen. Mal die Hilfsmittel? Alle voll? Okay. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein paar Attentatsdinger hin. Um unsere Attentatsleiste aufzufüllen. Wäre ja ganz schön, weil ich weiß zwar nicht, ob wir die brauchen hier im Endkampf oder was weiß ich. Aber hilfreich jetzt schon. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit, wo du auch sein magst. Das sind schon die Ersten. Ach, die haben wir aufgedeckt, okay. Komme ich nicht durch. Vielleicht darüber. Der ist weit weg, der Typ. Aber wir müssen ja eh hier lang, ne? Oh! Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Ja, da müssen wir jetzt mal versuchen, dass wir hier unser Attentatskill vollkriegen. Okay. Sperrgebiet, das ist unser Zuhause, kein Sperrgebiet. Ach, da läuft jetzt da unten lang. Okay. Wer ist das da unten? Ein Freund?
Freund, ja. Ist mir schon klar, aber... Oh, der spuckt mir Feuerwehr hier, so ein Feuerraketen-Dingsbums, ja, ne? Komm runter. Vergiftet? Zu Sinn. Ist das ein Verräter oder was? Aber ist doch blau, ne? Wir müssen mal versuchen, die Messer wieder einzusammeln. Was hat das zu bedeuten? Okay. Sprechen kann er nicht. Okay. So. Ein Messer. Toll. Wo ist ein anderer, der explodierte? Okay, die Kiste ist schon geplündert. Schade. Messer, ja. Ich hatte gedacht, wenn wir auf den Decken schießen, dass wir da den komischen Tank kaputt machen. So. Ist da eigentlich ein Schlitz, wo es reinlaufen, wo man reinlaufen kann, oder was ist das? Ah, hier. Hast du eingeschissen? Problem? Wer sollte sich mit uns anlegen? Was? Okay. Du rennst nicht mehr weg. Nächstes Mal krieg ich dich. Wir werden bereit sein. Egal wofür. Verdammt. Aber du kommst zurück. Was war das? Und dann warte ich. Ich komm her. Warte. Komm rein. Ich dachte, hinter uns schaut uns noch einer an. Aber nee. Wollte nur da rein. Da oben ist noch einer.
Das ist der Feuerspucker, ne? Aber ist hier bloß eine Höhle, ne? Nichts weiter, okay. So, jetzt was haben wir noch alles? Ein Messer, viermal Bomben, links hier, Rauchwolken, sieben Bomben, sechs Fallen, okay. Vier Pfeile. Bei eurem Ruf, muss ich sagen, hätte ich eine wesentlich stärkere Reaktion auf unsere Anwesenheit hier erwartet. Wir nennen dich Mentor. Was haben wir noch? Was nehmen wir da? Wie weit kommen wir? Weiß ich gar nicht. Was genau bringst du ihnen bei? Hä? Ich sehe nur tote Männer und Frauen. Männer und Frauen, die dachten, du hättest ihnen etwas zu bieten, etwas beizubringen. Nun los. Und nun, da die wenigen Verbliebenen dich am meisten brauchen. Blutel! Was sind alle dabei? Nein! Oh. Hört ihr das? Scheiße, verflucht! Euer Mentor, ich könnte euch sagen, was wir wissen wollen. Er könnte eure Leben retten, doch er entscheidet sich dagegen. Komm schon! Ich bin nicht grausam. Gute Hilfe! Aber ich bin ungeduldig. Zeigt euch! Ich scheitere nicht. Es könnte zumindest sein, dass ihr mobbt. Sehen, dass wir die da oben auch wegkriegen. Der Mentor hat das Zweig gesehen. So sei es. Oh. Verflucht. Ich muss schneller sein. Sie verdienen es nicht zu sterben. Hey. Fehlt noch irgendwo einer, den wir hier noch killen können, damit wir den nächsten Attentat machen können. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alle erledigt durch unsere Fallen und hast sie nicht gesehen. Okay. Nee, doch nicht. Da sind noch welche. Okay, zum Glück. Da gibt es eine Sache, die ich nie ganz verstanden habe. Bei dem ganzen Töten, für das ihr bekannt seid. Warum tragt ihr weiße Roben? Wieder verschwende ich meinen Atem an einen Mann, der nichts sagen möchte. Egal wie viel es kostet, trotz des Bluts an seinen Händen. Vielleicht wird seine Jünger mich ja erleuchten. Sag mir, was ich wissen will, und es muss heute niemand mehr sterben. Warte mal, wo ist denn das Ding? Sicherlich gibt es ja einen. Gut, was ist das hier nochmal? Das haben wir schon mal alles gelesen, ne? Haben wir unsere 5 voll? Das ist gut. Hilfsmittel? Oh, ja. Rauchbombe, Wurfmesser, jetzt haben wir wieder 2, ne? Ja. Sind da unten noch welche? Aber wir haben ja unsere Massenattentate voll, ne? Warte mal. Ich hatte noch einer von oben. Erwischt. Könnten wir uns auch von hinten anschleichen, ne? Genau, so kann.
Danke, Basim. Bitteschön. Geht's ja auch durch, nee, ne? Jeder war die Werkstatt, ne? Keine Säule nochmal beklauen hier. Okay, Gesundheit voll. Wie kommen wir da am besten hin, ohne dass wir gesehen werden? Warte mal, warte mal. Den haben wir nicht gesehen. Den hatten wir nicht auf dem Schirm. Meine Geschwister. Ja, aber das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich darf sie nicht sterben lassen. Alles voll. Schön. Ja? Welch beschissene Geschichten wird man über Raihan den Stummen erzählen? Keine einzige. Ja, okay. Die machen wir auch noch kalt und dann. Also tut mir den Gefallen. Will niemand von euch für irgendein Vermächtnis eurer erbärmlichen Sippe sorgen, ehe ihr alle ausgelöscht werdet? Moment. Was in eurem Moment. Kriegen wir den auch? Gut. Dann den und ihn. Und Action! Was? Was? Gepriesen sei Allah!